Hallo ihr Lieben, ihr sehen könntet, was ich hier alles stehen habe, da so. Wow, ich würde sagen, das ist ein XL-Action-Einkauf und den packen wir jetzt gemeinsam aus. Was hier überhaupt gerade? Geht gerade so im Licht, ihr Lieben, sitze im Wohnzimmer, ist duster draußen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was ganz Süßes, weil mein Enkel kommt ja dieses Jahr zu Weihnachten und das ist das erste Mal, dass er Weihnachten so feiert, dass er es auch mitkriegt, weil er ist Weihnachten 15 Monate alt. Und wir machen dieses Jahr einen Kinderweihnachtsbaum, das heißt, da kommt nur Holzspielzeug dran, wisst ihr, so wie früher, und Sterne aus Stroh, weil ich aber möchte, dass, weil es kommt auch der Weihnachtsmann, aber dass er das so ein bisschen lernt, weil ich habe als Kind auch immer so eine Weihnachtsfigur am Tannenbaum gehabt und auch meine Kinder, weil ich habe früher den Schmuck immer selber gebastelt, aber so ein Weihnachtsmann muss da dran und den habe ich auch noch. Finde ich total süß, die kommen so unten dran, dass er die angucken kann. Und ich hatte meiner Tochter immer beigebracht, dass der Weihnachtsmann ho, ho, ho macht. Und da hat sie die immer angefasst und hat dann immer ho, ho, ho gesagt. Echt total süß. Mache ich jetzt beim Enkel auch. Eine Tasche stehe ich schon mal runter. Ich habe zweimal, das sind diese Leinwände auf Pappe. Wisst ihr, das sind so Leinwände, weil ich mache ja im Moment gerade Ölmalerei und dafür sind die ideal. Diese Größe hat Werner sich ausgesucht und ich diese quadratischen. Finde ich schon mal ganz schön. Für England brauchte ich Cotton Pads. Die nehme ich mit. Die finde ich auch gut. Also es ist so alles durcheinander. Werner braucht für den Abwasch jede Schwimmer. Ja, Werner wäscht bei uns ab. Hatte ich aber schon mal gesagt. Finde ich gut. Dann habe ich schon viel für Weihnachten gekauft. Wisst ihr, ich komme am 24. November zurück. Ich habe schon so viel gekauft, auch Kleinigkeiten für den Kleinen, die in diesen Sack kommen vom Weihnachtsmann. Ich habe schon mal fürs Essen, habe ich diese Servietten mitgenommen. Weil wir machen zweimal Essen und ich habe auch dieses Weihnachtspapier. Guckt mal, wie süß das ist. Da werden von Felix die Sachen drin eingewickelt. Mag ich total gerne. Sekundenkleber ist uns ausgegangen. Neulich habe ich ihn gebraucht. Weiß aber nicht mehr wofür, aber da hatten wir keinen. Dann habe ich Masking Tape. Das ist zum Abkleben von Bildern. Das brauche ich bei der Aquarellmalerei, damit ich einen Rand habe, weil das geht vom Papier runter, ohne dass es dir das Papier zerreißt. Dann habe ich so Party Forks aus Holz, die finde ich ganz schön, je nachdem, weil wir machen am ersten Weihnachtstag mit der gesamten Familie, wird das so ein Riesenbuffet. Und wenn du dann so Kleinigkeiten hast, finde ich das niedlicher als diese Plastikdinger. Ich mag die ganz gerne. Dann habe ich mir mitgenommen. Habe ich doch zwei von, ist das andere? Ach, keine Ahnung, kommt noch. Sind so Räucherstäbchen, davon mache ich gleich erstmal einen ab. Also einmal Vanille, knapp 50 Cent oder so. Wollte ich mal haben. Dann brauche ich Nagelfeilen. Die schrabbeln aber ziemlich schnell ab, also so eine hochwertige Qualität ist das nicht. Aber die sind immer noch besser als diese ganz groben Sandpapierfeilen. Die finde ich ganz furchtbar. Wir haben ganz viel für den Haushalt. Und auch was für die Hunde. Dentersticks. Die verlieren langsam ihre Zähne. Ne? Ja, schon 10 und 11 Jahre alt. Im Angebot war diese Wellness-Kerze Pomegranate and Lemon. Konnte ich im Laden nicht riechen, habe ich erst draußen einen Schnorchel dran gehalten. Und das ist ein berauschend schöner Duft. Die bleibt gleich hier im Wohnzimmer auf dem Glastisch. Guck mal, nochmal den Sticks. Wir haben das alles durcheinander eingepackt. Dann habe ich ja so einen Diffuser. Und da haben wir Ylang Ylang Essential Oil. Das mache ich gerne da rein. Habe ich im Zimmer stehen, also überall stehen die Dinger. Und da ist mir das Öl ausgegangen. Dann, wir haben ja drei Toiletten im Haus, aber nur zwei in unserer Wohnung. Nehme ich immer ganz gerne diese Toilettensteine mit. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich habe immer das Gefühl, es ist frischer. Ob mich das täuscht? Keine Ahnung. Dann habe ich
als Tischdeko für Weihnachten so eine Winter Village, so eine Winterwelt aus. Das ist dieses ganz Balsalholz, heißt das. Schaut mal hinten drauf, kannst so eine Stadt bauen. Und das will ich als Deko beim Abendessen auf den Tisch stellen. Musst du selber basteln, finde ich total niedlich. Ja, Putzmittel. Hier haben wir den Kitchen Cleaner, den liebe ich. Der Geruch, wenn du den verwendest, das sind 750 Milliliter. Wenn du damit sauber machst, die Küche riecht wie aus dem Ei gepellt. Also vom Feinsten. Was habe ich denn hier? Ach, guck mal, noch was für Hunde. Bei den beiden kann es ja gut gehen. Entenfilets. Ja. Ach, guck, und noch so ein Klo-Ding, ne? Drei Klos, drei Klo-Dinger. Werner hat sich Kugelschreiber gekauft für die Arbeit. Ach, dann haben wir hier drin einen Air Freshener. Kommt ins Bad. Ich wollte die mal ausprobieren. Ich habe die noch nie gehabt. Das ist Lavendel Patchouli. Riecht gut. Habe ich aber auch zweimal. Einmal für Klo oben und einmal für Klo unten. Wenn du so Besuch hast, weißt du, und die müssen mal aufs Klo, ne? Wenn das denn da so, das ist immer unangenehm. Moment. Genau. Auch fürs Klo. Also meine ganzen Reinigungsmittel waren alle. Und da fahren wir dann ganz gerne mal zu Action. So, hier habe ich was. Es gibt nur Kleinigkeiten für den Kleinen. Also er kriegt sonst, kriegt er Geld aufs Sparbuch zu Weihnachten. Und da er sich an Klamotten bestimmt noch nicht so freut, mit 15 Monaten habe ich überlegt, ich wollte ihm nur was aus Holz schenken. Naja, Holztiere bei Action, nichts drin. Ich hatte auch keine Lust woanders hin. Und jetzt habe ich diese Tiere mitgenommen, weil ich mag es gerne, wenn er Tiere kennenlernt mit Geräuschen, die bewegen kann. Und da ist alles dran. Und vor allen Dingen das Schaf. Und da sagt er immer ganz süß, bäh, bäh, macht er. Und so üben wir die Geräusche von den Tieren. Ist auch ein Pferd drin, kann meine Tochter sich schon mal warm anziehen, weil keiner weiß, kann richtig machen, wie ein Pferd geht. Ne, so, oder so ein Gedöns, auf jeden Fall wollen wir das dann machen. Das war schon mal die erste Tüte. Oh, die zweite Schere. Dann auch was aus Plastik, aber auch nur so eine Kleinigkeit. Das ist so ein Dino, da ist nichts dran, wo er sich dran verletzen kann oder was abgeht. Also ich denke, es geht auch schon mit 15 Monaten, der läuft. Und der blinkt. Finde ich ganz süß. Naja, doch, finde ich süß. Und dann habe ich doch noch was aus Holz gefunden. Und zwar ein Road Roller aus Holz. So ein kleiner Bagger. Weil ist ein Junge, verstehst du, ne? Spielt auch mit Puppen, kein Ding. Aber ist ein Junge. Und den fand ich ganz süß. Also da ist auch nichts dran, was man jetzt verschlucken könnte. Und außerdem, der ist nicht so blöd und steckt das kleine Zeug in den Mund, ne? Ich meine, kann man nie garantieren, aber den fand ich süß. Und das kriegt er dann im Weihnachtssack präsentiert. Habe ich noch mal so eine WC-Ente? Ja, so heißt sie ja nicht, ne? Aber guck, hier sind die anderen White Musk. Das sind diese Sticks noch mal, ne? Da habe ich ja jetzt zwei Sorten. Hier sind sie. Die will ich mal ausprobieren. Hatte ich früher immer so Patchouli-Dinger, ne? Damit meine Mutter nicht riecht, dass ich geraucht habe. Kartenpads. Ach, hier ist der Bon, aber egal. Werner braucht zum Reparieren, weil bei uns im Bad ist ein Rohr gerissen. Hm, nicht schön. Ich denke mal, dafür braucht er das. Das repariert habe, während ich weg bin. Dann nochmal zum Malen. Puringmittel. Das brauchen wir für unsere Acrylmalerei. Gab es ja letztes Mal nicht. Guck, und noch so ein Locust-Ding. Ich habe gleich auf Vorrat, weil ich fahre zweimal im Jahr oder so zur Action. Und das war es dann auch, ne? Zweimal Haarspray hatten sie im Angebot. XL-Größe. Komme ich auch länger mit hin. Dann haben wir zweimal oder dreimal, warte mal. Nee, zweimal Spüli. Das mag Werner gerne. Sieht auch immer gut aus in der Küche, ne? Wenn du das da so rumstehen hast. Und ich habe noch mal mitgenommen
diesen Allzweckreiniger. Der ist aus 98% pflanzenbasierte Zutaten und 100% recycelbare Flasche. Ist bei allen Spül- oder Sachenreinigungsmitteln von dieser Marke. Und ich mag die. Ich mag auch die Flaschen. Riecht also auch toll. Dann habe ich mir ein Rosenwasser gekauft. Das nehme ich immer mit auf Reisen, weil das eine ganz schöne Größe ist. Und die war auch im Angebot. Ich glaube für 1,59. Ist sonst teurer. Dann, ach, Werner. Für ganz schnelle Geschäfte durch, zwischendurch. Weil unsere Hunde sind manchmal nicht mehr ganz dicht, ne? Wie man es nimmt. Und dann haben wir so einen Wischer, genau der, der hier drauf ist. Und damit man das Malheur dann ganz schnell beseitigen kann, weil ich habe sonst so einen Dampfreiniger, nehme also gar keine Putzmittel, sondern reinige die Böden mit Dampf. Aber das ist dann halt ätzend, ne? Wenn was daneben gegangen ist. Und so haben wir diese Tücher, die reichen dann auch für ein Jahr. Aber wir haben sie. Und ich habe noch was mitgenommen, was schnell geht. Und zwar diese Hygiene-Bites. Damit mache ich mein Klo und mein Waschbecken sauber. Die finde ich ziemlich cool. Die reichen für mehr als ein Jahr. Also deswegen ist das hier so reinigungsmittellastig diesmal, weil ich viel habe, um meine Putzvorräte wieder aufzufüllen. Also es ist wenig jetzt so Fun dabei, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.